Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein sehr angefragtes Video, nämlich eine Morgenroutine von mir und den Babys. Heute sind alle Babys dabei, unser Baby Lars und natürlich die anderen beiden. Genau, ich liege hier noch ganz friedlich im Bettchen und habe geschlafen. Alexa weckt mich morgens seit neuestem immer. Alexa ist diese neue kleine Box von Amazon und genau, die weckt mich morgens, ich habe die nämlich auch. Die werdet ihr nachher im Video auch nochmal sehen. Und genau, die hat mich jetzt hier gerade geweckt und ich habe gesagt, Alexa, stopp, weil dadurch macht sie den Wecker sozusagen aus. Und dann werde ich erstmal so ein bisschen wach, gucke ein bisschen aufs Handy, das ist eigentlich immer so. Und dann, genau, gucke ich einfach so, was auf Instagram über die Nacht gelaufen ist, wer hat mir über Nacht geschrieben, gibt es irgendwas Neues und so. Und check einfach so ein bisschen meine Social Media Accounts. So lange, bis es dann natürlich langsam Zeit ist, auch aufzustehen. Was, glaube ich, eine der schwersten Sachen sind. Aber ich habe gerade ein Zitat gelesen. Wer morgens nicht aus dem Bett kommt, ist intelligenter. Und nach dem Motto lebe ich anscheinend. Ja, heute habe ich mir erstmal meinen Zopf aufgemacht. Ich schlafe abends nämlich immer mit Zopf, weil ich am Vorabend duschen gehe und dann morgens, wenn ich mir einen Zopf mache, so Locken habe, wie ihr seht. Deswegen habe ich morgens immer einen Zopf und den habe ich jetzt aufgemacht. Ziehe mir einen ganz gechillten Pullover an, weil ich heute nichts wirklich vorhatte. Und eine ganz chillige Jogginghose dazu. Also ein richtiger Chilltag war es mal heute. Ist natürlich manchmal anders, aber heute war es einfach mal ein Chilltag. So, dann gehe ich erstmal zum Fenster und mache die Jalousie auf und natürlich ein bisschen frische Luft lasse ich in den Raum, weil morgens riecht es einfach total nach Schlaf, das ist einfach ganz normal. Und dann mache ich mein Bett, die Seite von meinem Freund war jetzt schon fertig, weil er halt nicht bei mir geschlafen hat und dementsprechend war die Seite schon fertig. Ist mein nächster Weg eigentlich der Weg ins Badezimmer. Da erledige ich morgens einfach meine Sachen, die ich direkt nach dem Aufstehen mache. Das ist einfach ganz normal, das ist meine typische Routine. Ich gehe immer erst ins Bad, bevor ich irgendwas anderes mache. Und genau, da kämme ich natürlich erstmal meine Haare, weil natürlich trotz Zopf sind die morgens einfach total zerstreut. Danach wasche ich mein Gesicht in meinem Gesichtswasser. Das ist von Garnier, das Micellenreinigungswasser mit Öl. Das ist richtig, richtig gut, kann ich jedem empfehlen, der so ja, Probleme mit seinen Poren hat, weil das öffnet halt die Poren. Das finde ich richtig, richtig gut und es riecht unglaublich gut. Dann geht natürlich der Weg erstmal auf die Toilette und dann war es das auch schon. Zähneputzen tue ich nämlich erst nach dem Frühstück. Das ist einfach so meine typische Routine eben. Und ihr wollt ja meine typische Routine sehen. Und die sieht nämlich so aus. Ja, wenn ich dann wieder bei den Babys im Zimmer bin, dann sage ich den Kleinen erstmal Hallo. Weil, ich weiß nicht, morgens möchte ich denen immer ganz schnell Hallo sagen, wenn ich sie sehe. Das finde ich einfach immer unglaublich toll. Und einfach mal Guten Morgen sagen, muss man ja auch irgendwie mal. Und dann geht mein Weg eigentlich direkt zum Kleiderschrank von den Kleinen, weil die werden danach gewickelt und umgezogen. Und hier habe ich mich jetzt für natürlich drei Outfits für die drei Babys entschieden. Für den Benetton gab es eine Latzhose, für die Mel ein Strampler und für den Lars gab es ein Overall. Ja, nachdem ich alle Sachen herausgefunden habe und geguckt habe und mich endlich entschieden habe, was ich den Kleinen anziehe, geht es natürlich direkt los mit Wickeln. Da fange ich immer beim Benetton an und arbeite mich sozusagen das Bett entlang und ja, kuschel vorher noch ein bisschen, was natürlich auch ganz wichtig ist, weil ich liebe meine kleinen Babys einfach. Und genau, dann fangen wir an mit dem Umziehen, natürlich der Benetton, die Mel und dann der Lars. Ich habe euch das so ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, damit ihr jetzt nicht alles komplett sehen müsst. Weil das waren wirklich richtig, richtig lange Minuten, die ich da immer jedes Mal am Wickeln bin, beziehungsweise umziehen bin. Ich wickel die Kleinen nicht jeden Morgen komplett, also ich wechsle nicht die Windel, weil das ist einfach für mich Verschwendung von Sachen, die echte Kinder benötigen.
Und dementsprechend, sind mir die Pampers einfach zu wichtig, um jeden Tag eine neue Windel zu wechseln. Und deswegen wickele ich die Kleinen nicht und ziehe sie hier einfach nur um. Das ist aber jeden Tag verschieden und heute war meine Laune einfach dementsprechend und deswegen habe ich die einfach nicht gewickelt. Genau, falls ihr euch da irgendwie wundert oder so. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Wickelt ihr sie jeden Morgen? Zieht ihr sie überhaupt jeden Morgen um oder wie macht ihr das eigentlich? Und dann natürlich noch der kleine Frischling, der Lars. Der ist ja ganz, ganz neu bei uns hier in der Familie. Den habe ich ja selber gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal. Und genau, der hat so einen kuscheligen Overall von Mel anbekommen und sieht darin auch so zuckersüß aus. Hier seht ihr nochmal alle Babys im Überblick. Ich habe euch noch so einen kleinen Einblick verschafft in unser Babybett, weil ihr euch ja einfach mehr Bilder von den Kleinen wünscht und dementsprechend habe ich einfach mal ganz viele Aufnahmen von den Kleinen gemacht. Viel Spaß! Ja, und dann gehe ich eigentlich immer in mein Zimmer. Hier rede ich dann erstmal ganz fleißig mit der lieben Alexa, denn wenn man sagt, Alexa, spiel Musik, spielt sie hier Musik, wenn ihr mit Alexa, also mit Amazon Music verbunden seid und dementsprechend höre ich hier eigentlich dauerhaft Musik über Alexa und genau, hier zeige ich sie euch nochmal ganz genau, wie sie funktioniert, beziehungsweise das, was ihr jetzt sehen könnt. Das ist nämlich die kleine Alexa, der Echo Dot und der reicht eigentlich vollkommen für mich. Ich habe jetzt hier ein Video geschnitten, das ist auch jeden Tag meine Aufgabe. Und danach habe ich geguckt, wie das Wetter ist, damit ich entscheiden kann, ob ich, beziehungsweise wie ich mit meinem Hund rausgehen kann. Das mache ich nämlich jetzt. Und frühstücken tue ich jetzt auch. Wenn ich dann wieder da bin, dann kriegen natürlich auch die Kleinen was zu essen. Denn wenn ich was gegessen habe, müssen natürlich auch die Kleinen was essen. Und da habe ich jetzt eine Flasche rausgeholt. Die war schon vorbereitet. Ich habe immer eine Flasche vorbereitet im Babyschrank. Und da musste ich jetzt einfach nur noch Wasser reinfüllen und dann konnte ich die Kleinen auch schon füttern. Das habe ich natürlich auch immer der Reihenfolge gemacht, aber seht selbst. Zuerst kam der Benetton, mal wieder bin ich einfach das Bett entlang gehüpft sozusagen und habe die Kleinen gefüttert. Das mache ich immer auf meinem schönen Ikea-Stuhl, den ich neu habe. Der ist wirklich, wirklich richtig, richtig bequem. Und ich finde, der passt perfekt in die Ecke da. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob der da wirklich hinpasst. Ich mache doch mal eine Roomtour über das Zimmer. Und dann könnt ihr nochmal ganz genau entscheiden, ob der wirklich so gut dahin passt. Ja, meine Lieben, und das war's noch schon von unserer Morgenroutine. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand es wirklich cool, mal wieder so ein richtig aufwendiges Video zu machen. Und ich hoffe, euer Feedback ist auch so gut wie die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.